Jennison, es gibt ja Menschen, die können total gut flirten, andere weniger. Kann man das lernen? Ja, man kann es tatsächlich lernen. Also einmal im Jahr mache ich ja bei dem Bildungswerk Neues Lernen einen Kursus, schau mir in die Augen, kleines Flirten wie noch nie. Und da geht es darum, den Menschen klarzumachen, dass es Flirten ja nicht heißt, jemanden direkt den Partner fürs Leben zu finden, sondern dass es eine spielerische, leichte Art der Kommunikation ist. Und dass wir auch mit Kindern, Hunden oder alten Menschen flirten können und dass es eine innere Einstellung ist, die Dinge einfach leichter zu sehen. Ich habe da eine sogenannte Flirtkurve entwickelt. Das heißt also, es gibt Menschen, die scheitern einfach schon überhaupt daran, jemanden in die Augen zu schauen oder zu lächeln, weil sie dann einfach, sobald jemand sie interessiert, schauen sie weg. Und dann geht es halt, wenn man da die Hürde geschafft hat, geht es darum, wie mache ich ein Smalltalk? Ja, welche Themen eignen sich dafür und wie bleibe ich da so einfach locker dran, ohne sofort irgendwie ein tiefes Problemgespräch abzutauchen oder mich nur über das Wetter zu unterhalten. Also wie kriege ich das hin? Und wie bleibe ich auf einem inneren Kurs, dass ich also weiß, es geht darum, dass ich mir etwas vorgenommen habe. Also mindestens zum Beispiel eine Visitenkarte mitzunehmen oder eine weitere Verabredung. Also wie halte ich es so, dass ich zwar auf so einer absichtslos leichten, lustigen Art kommuniziere, aber gleichzeitig doch auch mein Ziel erreiche. Okay, danke schön. Gerne.